22.14 Uhr am Donnerstagabend. Sie sind im zweiten deutschen Fernsehen live und in Farbe. Und zwar zu diesem Thema heute Abend. Auf Ihre Unterstützung war Verlass. Die Ja-Stimmen aus Deutschland haben Präsident Erdogan am Ende mit zum Sieg verholfen. Wenn es denn einer war, die Opposition spricht von 2,5 Millionen ungültigen Stimmzetteln, Wahlbeobachter von Verstößen, darüber werden wir reden. Sorgen machten sich nun viele nicht nur um die Zukunft der Türkei, sondern auch hierzulande um das Zusammenleben mit Erdogans treuen Anhängern. Wollten die Deutschland einen Denkzettel verpassen? Und wenn ja, hätte unser Land diesen verdient? Wie kann man, kurz gesagt, hier das Nein genießen und anderen das Ja an den Hals wählen? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Bülent Bilgi von der UETD sagt, der Sieg für Erdogan war knapp, aber das muss man akzeptieren. Andrei Hunko war als Wahlbeobachter in der Türkei. Wir wurden massiv behindert. Diese Wahlen waren weder frei noch fair. Mustafa Karadeniz. Der Unternehmer weiß, dass viele Deutsch-Türken hier mit Ja gestimmt haben, weil sie sich abgehängt fühlen. Serap Güler. Die CDU-Politikerin sagt, wer hier lebt, sollte sich zu Deutschland bekennen und nicht dort die Diktatur wählen. Ali Ertan Toprak von der kurdischen Gemeinde Deutschlands fordert, Deutschland darf Erdogan jetzt nicht weiter hofieren. Und Alexander Graf Lambsdorff. Der Europapolitiker sagt, die Türkei bleibt für Deutschland ein schwieriger Partner. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, nochmal in der Runde. Ja, das war am Ende letzten Sonntag knapp, aber eindeutig. Oder doch nicht so eindeutig. Recep Tayyip Erdogan hat es geschafft. Der Westen und seine Kreuzritterideologen haben uns angegriffen, aber wir haben nicht aufgegeben. Wir waren als Nation standhaft. Die Nation gestärkt, die Nation geeint gegen die äußeren Feinde. So zeichnet es der Präsident, der bald so mächtig sein wird wie niemand vor ihm in der türkischen Republik. Doch die Jubelbilder täuschen. Nur wenig mehr als die Hälfte der Stimmen für Erdogan. Die Opposition berichtet von bewaffneter Einschüchterung und vermutet Betrug. Allein in Musch wurden aus 30 Wahlurnen 100% Ja und keine einzige Nein-Stimme gezählt. Wo auf der Welt, frage ich Sie, gibt es so etwas? Deswegen muss die Wahl annulliert werden. Im Netz kursieren diese Bilder. Wahlzettel werden nachträglich gültig gestempelt. Hier verlassen zwei Personen eine Wahlkabine und stecken anschließend zahlreiche Wahlzettel in die Urne. Kritik kommt von Wahlbeobachtern. Schon jetzt können wir feststellen, dass zahlreiche internationale Standards der OSZE und des Europarats eindeutig nicht eingehalten wurden. Der nun fast allmächtige Präsident wehrt ab. Das hören wir nicht, das sehen wir nicht, das lesen wir nicht. Bülent Bilgi ist bei uns, der Generalsekretär der UETD. Herr Bilgi, bei einer so wichtigen Entscheidung am letzten Sonntag, hätte Recep Erdogan nicht penibel darauf achten müssen, dass es nicht den leisesten Zweifel am Zustandekommen dieses Ergebnisses gibt? Also zunächst einmal möchte ich diese Diskussion über die Präsidialdemokratie nicht unbedingt über Erdogan führen. Auch in ihrem, der Titel der Sendung, es enttäuscht mich auch ein bisschen. Der Titel enttäuscht Sie? Ja, das klingt ein bisschen vermessen. Wenn Erdogan ist keine Fußballmannschaft, ja, und Erdogan-Wähler sind keine Anhänger. Also ich glaube nicht, ob man das gleiche über die Frau Merkel sagt, wenn sie einen Wahlsieg errungen hat, dass die irgendwelche Anhänger hat. Natürlich. Also das sind Wähler. Mhm. Da hätte ich mir schon etwas mehr Respekt gewünscht. Was die, was das Ergebnis in der Türkei angeht, habe ich mit einer etwas deutlicheren Mehrheit gerechnet. 55 aus der Türkei, 55% ein Ja aus der Türkei und 2% von den Auslandstürken. Ich stelle einfach noch mal meine Frage. Hätte es nicht vermieden werden müssen, dass es den leisesten Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Wahl gibt?
Also die Rechtmäßigkeit, die darf nicht in Frage gestellt werden. Also die, die Wahlbeobachter, darauf kommen wir, glaube ich, gleich. Da hätte ich auch einige Punkte anzumerken. Also das ist ein Ergebnis und das muss man akzeptieren, wie auch eingangs bestätigt. Hier hat das türkische Volk über das eigene, über die eigene Zukunft entschieden. Das Brexit-Referendum war auch knapp. Und da haben die Briten nicht nur über ihr eigenes Land entschieden, sondern über die gesamte Europäische Union. Und das hat man auch akzeptiert. Und man sollte ein fairer Verlierer sein. Und damit wären wir bei dem Gast, der rechts neben Ihnen sitzt, Herr Toprak von der türkischen Gemeinde hier in Deutschland. Kurdisch. Entschuldigung, Mann. Hat Erdogan tatsächlich... Nicht, dass er Herzrasen bekommt. Nein, um Gottes Willen. Wir wären froh darüber. Nicht mit einem so knappen Ergebnis gerechnet? Geht es Ihnen wenigstens in diesem Fall ähnlich wie Herrn Bilgi? Zunächst einmal, ein Verfassungsreferendum im Ausnahmezustand ist immer Wahlfälschung. Das war ein Referendum unter unfairen Bedingungen und undemokratisch. Und das hätte man überhaupt von vornherein nicht akzeptieren dürfen. Das hätte auch die freie Welt, die EU, nicht akzeptieren dürfen, dass man überhaupt im Ausnahmezustand ein Referendum abhält. Insofern habe ich das Ergebnis schon erwartet, dass Erdogan unter allen Umständen gewinnen würde. Aber trotzdem ist es traurig für die Türkei und auch für die demokratische Weltöffentlichkeit, dass sich die Türkei zumindest auf dem Papier so entschieden hat. Aber letztendlich ist es kein Sieg für Erdogan, sondern unter diesen Umständen ist es ein Sieg für die Opposition, für die Menschen, die wirklich eine freiheitlich-demokratische Türkei wollen. Mhm. Es waren tatsächlich erstaunlich viele Menschen, die mit Nein gestimmt haben. Frau Güler, Sie sind integrationspolitische Sprecherin der CDU im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Frage an Sie, die Opposition in der Türkei will dieses Ergebnis anfechten. Es gibt nun auch die türkische Anwaltskammer, die sich bereit erklärt hat, vor dem Europäischen Menschengerichtshof zu klagen gegen dieses Referendum. Ganz praktisch die Frage, glauben Sie, dass man dann damit Erfolg haben wird? Ich fürchte nein. Ich hoffe es. Aber ich glaube nicht an einen Erfolg. Das hat Erdogan mit seiner Aussage jetzt auch deutlich gemacht. Er wird alles Mögliche in seiner Macht Stehende tun, um dieses Ergebnis durchzuboxen. Egal, was die Wahlbeobachter sagen. Und ich persönlich glaube daran, dass manipuliert wurde. Darauf deuten viele Hinweise. Aber dass man damit jetzt erfolgreich durchkommt, die Opposition, ich befürchte nicht. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich glaube nicht daran. Alexander Graf Lambsdorff, wir haben es auch gezeigt. Nachzählen, protestieren, demonstrieren. Die Menschen protestieren bis heute gegen dieses Referendum in der Türkei. Das alles kann und muss man sicherlich machen. Wird es in der Türkei erfolgreicher sein als beispielsweise in den USA? Ich glaube das nicht. Also zum einen hat ja die Opposition ihren Einspruch schon eingelegt, aber die Wahlkommission hat ihn bereits zurückgewiesen und gesagt, das Ergebnis ist korrekt. Einzelne Manipulationen in einzelnen Wahllokalen müssen übrigens auch nicht heißen, dass der Wahltag selber ein Problem war. Das eigentliche Problem liegt, und da hat der Toprak recht, im Grunde im Vorfeld. Der ganze Wahlkampf war so einseitig, dass also die Kampagne von Präsident Erdogan 90% der Sendezeit im Fernsehen hatte und das Nein-Camp 10%. Das ist einfach unfair. Da würde man sagen, das ist kein Spielfeld, auf dem sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, die fair miteinander im Wettstreit stehen. Und das Ganze läuft ja, wenn man jetzt die Proteste zu Ende denkt, mal vom Wahltag aus, Richtung Justiz, Richtung Gerichte. Da muss man eines ganz klar sagen, schon vor dem Putschversuch hat ja die Regierung von Präsident Erdogan über den Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte die Gerichte so besetzt, dass dort Richter sitzen, die in seinem Sinne entscheiden werden. Also Ihre Frage ist mit einem klaren Nein zu beantworten. Es wird vermutlich nichts bringen, sondern Präsident Erdogan wird das als einen Sieg betrachten und jetzt zur Tat schreiten. 2019 kommen die großen Verfassungsänderungen. Und wir begrüßen trotzdem André Hunko sehr gerne bei uns. Er ist Wahlbeobachter des Europarates gewesen und war, Herr Hunko, in allererster Linie im Südosten der Türkei. Sie sind guten Abend in Diyarbakir gewesen und in Mardin. Auf Einladung der türkischen Regierung, muss man korrekterweise sagen, haben Sie sich willkommen geheißen gefühlt? Na, erstmal waren wir eingeladen. Ich war da unten mit meinem österreichischen Kollegen Stefan Schennach von der SPÖ. Da sind immer zwei verschiedene Fraktionen, die zusammenfahren. Wir haben allerdings in der Altstadt in Diyarbakir, in Diyarbakir-Sur, heftigste Polizeipräsenz gehabt. Schwer bewaffnet mit Gewehren.
sogar einem Panzer, der vom Wahllokal stand, mit laufendem Motor. Und dort sind wir dann aufgehalten worden von dieser Polizei. 2 Stunden durften wir keine Wahllokale beobachten. Mhm. Erst als der Europarat interveniert hat, durften wir dann weitermachen. Also wir sind schon da ziemlich in diesen kritischen Gebieten ziemlich feindlich empfangen, behandelt worden, von der Polizei nur. In anderen Wahllokalen war das wieder völlig anders. Aber in diesen kritischen Gebieten war das schon ziemlich unangenehm. Jetzt hat Präsident Erdogan von der demokratischsten Abstimmung aller Zeiten gesprochen. Hätten Sie eigentlich zu Hause bleiben können? Naja, ich habe schon viele Wahlbeobachtungen gemacht in schwierigen Ländern, in Kasachstan, in Kirgisistan, auch, war auch schon öfter in der Türkei. Aber was ich da erlebt habe in diesem Ausmaß, das war neu, was diese Polizeipräsenz angeht. Mhm. Aber auch zum Beispiel diese ungestempelten Wahlzettel. Ich habe das selbst beobachtet in Diyarbakir. Nach türkischem Gesetz müssen die Wahlzettel vorher abgestempelt sein. Es ist jetzt die Rede davon, dass 2,5 Millionen im Umlauf sind, die nicht gestempelt waren. Die wurden jetzt trotzdem anerkannt. Also alleine das wäre schon eigentlich, dass man sagen muss, diese Wahl war nicht nach türkischem Recht, auch nicht rechtmäßig. Mhm. Danach hätte ich Sie gerade gefragt, ist in Ihren Augen das also eine Art Durcheinander gewesen oder würden Sie von Manipulation sprechen? Na, ich habe es mal so formuliert, 2,5 Millionen nicht gestempelte Wahlzettel öffnen natürlich für Manipulation Tür und Tor. Wir waren ja nur in vielleicht 10 Wahllokalen von 175.000. Mhm. Wir waren eine kleine Delegation insgesamt der internationalen Wahlbeobachter. Da können wir natürlich nur Stichpunkte machen. Aber wenn man solche Mengen an ungestempelten Wahlzetteln in den Umlauf bringt, dann öffnet man natürlich die Tür und Tor für Manipulationen, die wir jetzt im Einzelnen nicht nachweisen können. Die entscheidende Frage ist natürlich, wenn alles 100-prozentig zugegangen wäre, wäre das Ergebnis dann ein anderes gewesen? Also wenn man alles berücksichtigt, auch gerade dieses ungleiche Spielfeld, was Herr Lambsdorff eben beschrieben hat in der Vorwahlkampagne, wenn man auch berücksichtigt die Masseninhaftierungen, viele von denen konnten ja auch nicht wählen, wenn man berücksichtigt, dass 300.000 bis 500.000 Menschen aus den kurdischen Gebieten ja geflohen sind und ein Großteil von denen auch nicht wählen konnte, dann glaube ich schon, dass der Ausgang vielleicht anders gewesen wäre. Nun hat ausgerechnet Präsident Erdogan jetzt im Nachhinein Sie auf einer Demonstration des Jahres 2014 gezeigt, wie Sie pro-kurdisch und auch für die Symbole der kurdischen Bewegung, auch der PKK kämpfend, zu sehen waren und sind und will damit deutlich machen, dass diese Wahlbeobachter des Europarates und der OSZE in seinen Augen nicht ernst zu nehmen sind. Haben Sie dann einen Fehler gemacht? Sind Sie ein objektiver Wahlbeobachter gewesen? Naja, es ist ganz klar, dass das eine Ablenkungskampagne ist. Man versucht jetzt einzelne Wahlbeobachter rauszugreifen und ihnen irgendwie Parteilichkeit vorzuwerfen. Das bin nicht nur ich, das ist auch Nicola Willumsen aus Dänemark, auch Stefan Schennach aus Österreich und andere, die jetzt sozusagen kritisiert werden. Man versucht davon abzulenken, dass die Wahl nach meiner Auffassung nicht frei und nicht fair war. 2014, dieses Foto ist entstanden, als die PKK die Jesiden im Schengal-Gebirge befreit hat und Volker Kauder im Bundestag, der Fraktionsvorsitzende aus dem Bundestag der CDU-CSU, Waffenlieferungen an die PKK in die Diskussion gebracht hat. Da haben wir gesagt, dann soll man doch erst mal anfangen, bevor man über Waffenlieferungen in diese Region redet, doch erst mal anfangen, hier die verbotenen Symbole in Frage zu stellen. Das war der Hintergrund. Frage noch mal zu den Bemühungen, jetzt dieses Referendum anzufechten. Glauben Sie, dass das Erfolg haben wird oder denken Sie, am Ende wird es bei diesem Ergebnis bleiben? Also ich glaube, dass der Bericht, der ist ja noch nicht fertig, der internationalen Wahlkommissionen, der wird sehr kritisch sein. Es wird wahrscheinlich aus den Gründen, die Herr Lambsdorff eben auch gesagt hat, beim türkischen Verfassungsgericht scheitern. Wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheiden wird, das ist noch offen, das ist spannend. Da spielen sich ja auch die Wahlbeobachterberichte eine Rolle. Also ich würde da jetzt die Hoffnung nicht aufgeben und ich würde auch einfach mal sehen, wie stark die türkische demokratische oppositionelle Zivilgesellschaft ist. In Istanbul ist seit 1994 hat Erdogan jede Wahl gewonnen, jetzt zum ersten Mal verloren, in Ankara auch, in den großen Städten gab es eine Mehrheit von Nein. Also es gibt eine sehr starke demokratische Opposition in der Türkei und ich denke, die sollte man stärken. Herr Hunko, danke, dass Sie heute bei uns sind und ich marschiere zurück in die Runde.
Herr Lambsdorff, sowohl die OSZE als auch der Europarat haben Zweifel, dass diese Wahl mit rechten Dingen zugeht. Kann das einer Regierung, kann das der türkischen Regierung egal sein? Wahlbeobachter tun das, was der Name schon sagt. Sie beobachten eine Wahl und sie geben anschließend eine Einschätzung ab. Sie haben aber nicht die Macht, der Michael Link hier von dem OSZE-Büro beispielsweise, die Türken dazu zu zwingen, irgendetwas zu ändern. Sondern das ist etwas, was in der Türkei entschieden werden muss. Und da sind jetzt die türkischen Verfahren am Laufen. Deswegen auch das, was ich gerade gesagt habe. Ich bin pessimistisch, dass aus dieser Beobachtung, die, und ich bin auch wie Herr Hunko ganz, ganz oft in Wahlbeobachtungsmissionen unterwegs gewesen, die sehr, sehr kritisch ist. Die Töne sind wirklich außergewöhnlich kritisch dieses Mal. Ich bezweifle dennoch, dass am Ende des Tages die Verfassungsänderungen in der Türkei aufgehalten werden. Und damit ist der Ball noch mal bei Herrn Bilgi. Herr Bilgi, glauben Sie mal unabhängig von allem, dass eine Demokratie nicht auch auszeichnet, wie man mit Andersdenkenden umgeht? Vorher würde ich noch gerne eine Äußerung zu den Äußerungen von Herrn Hunko tätigen. Denn Herr Hunko ist für mich absolut befangen, wenn das die Kamera sieht. Herr Hunko ist hier mit einer Symbolik. Ja, genau. Aber würde er das gleich auch mit der ISIS-Symbolik machen, wenn die ISIS mal was Gutes tun würde? Herr Hunko ist für mich ein Terrorunterstützer, denn das ist eine Terrorfahne oder eine Symbolik. Und er hält, wie Sie sehen, nicht nur die Fahne, sondern er hält auch hier eine Rede, wenn das die Kamera auch einfangen würde. Er hat das Mikro davor. Und ich habe eine Liste der sogenannten unabhängigen Wahlbeobachter hier vor mir. Und all diese Wahlbeobachter sind so wie Herr Hunko. Unterstützer von Terroristen, sagen Sie. Ja, sie sind zumindest befangen. Also hier sehen wir zum Beispiel Nikolai Willumsen. Wenn das die Kamera sehen würde. Haben wir alles schon gesehen? Sie können also ich würde sagen, der Bericht der sogenannten unabhängigen Wahlbeobachter ist für mich null und nichts wert. Das haben wir ungefähr so befürchtet oder besser gesagt gedacht, dass Sie das sagen werden, dass dieses Jahr 2014, wo Herr Hunko auch an der Demonstration teilgenommen hat, eines war, wo die Geheimverhandlungen mit der PKK und Herrn Öcalan seitens der türkischen Regierung gerade beendet waren. Vergessen Sie dann einfach? Oder? De facto ist das eine verbotene Organisation, eine Terrororganisation und das kann man nicht schönreden. Darf ich ganz kurz was sagen, vielleicht, Herr Bilgi, das ist wichtig. Also Ihre Kritik an der Verbundenheit von Herrn Hunko zu politischen Vorgängen in der Türkei, die kann ich sogar nachvollziehen, weil man sollte als Wahlbeobachter wirklich überhaupt nicht den Anschein solcher Beziehungen haben. So aber der Michael Link, den wir hier gerade gesehen haben, das ist der Chef des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, ein Deutscher, ein ehemaliger Staatsminister im Auswärtigen Amt, ein ausgesprochener, wirklich ein besonnener Mann. Und der hat ja nicht nur den Bericht von Herrn Hunko, der hat ja die Berichte gekriegt von allen Beobachtern im ganzen Land. Von den ganzen OSZE-Beobachtern, von den ganzen Europaratsbeobachtern. Und ich kann Ihnen sagen, ich kann Ihnen versichern, wenn jemand wie Michael Link hingeht und sagt, da haben wir ein echtes Problem mit den internationalen Standards, die hier nicht eingehalten sind, dann können Sie das nicht mit dem Hinweis auf ein Problem von Herrn Hunko einfach vom Tisch wischen, sondern da haben wir einen Bericht von einer seriösen Organisation mit einem seriösen Chef schwere Kritik übt. Hier wird aber von Hier wird aber von Nicht-Einhalten internationaler Standards gesprochen und nicht von der Wahlmanipulation. Und wenn wir die Wahlmanipulation ansprechen würden, dann, Sie haben es gerade angesprochen. Haben Sie denn das Gefühl, dass das ein fairer, mal unabhängig von allem, Herr Bilgi, haben Sie mal unabhängig davon, ob das jetzt ein fair zustande gekommenes Referendum war? Die Opposition kämpft dagegen, sie spricht von ungefähr 2,5 Millionen ungültigen Stimmzetteln. Wenn das alles nicht stimmte, nehmen wir das mal an, war es in Ihren Augen dennoch ein fairer Wahlkampf? Nein, es war kein fairer Wahlkampf aus Perspektive der Auslandstürken. Es war ein fairer Wahlkampf aus Perspektive der Türkei. Also wir in Deutschland oder in Europa oder in der Welt durften im Speziellen in Deutschland keine Infoveranstaltungen durchführen, wenn ich zu Ende aussprechen darf, Frau Illner, also wir haben als UETD diese Infoveranstaltungen mit organisiert. Und nachdem wir gesehen haben, dass das Ganze ausartet, haben wir davon Abstand gehalten, weil wir das den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland in Gefahr gesehen haben. Und das ist ganz tapfer von Ihnen. Wir haben tatsächlich über diese Informationsveranstaltungen viel berichtet. Wir, insbesondere in Deutschland, hatten einen asymmetrischen, sage ich mal, Wahlkampf oder Infoveranstaltungen, so wie Sie es nennen. Also es wurden in Deutschland sogar mit Steuergeldern Nein-Kampagnen durchgeführt.
Sie sind echt zu bedauern. Mhm. Herr Toprak, war das ein fairer Wahlkampf? Darum sitzen wir hier. War das ein fairer Wahlkampf in Ihren Augen, Herr Toprak? Also, wenn der Anlass nicht so traurig wäre, ich überlege, ob ich mit den Tränen kämpfen soll oder laut lachen soll. Das ist Ihnen überlassen. Über Ihr Auftritt. Aber das wirklich so darzustellen, also immer sich zum Opfer zu stilisieren, obwohl Ihre Partei, die Sie unterstützen, obwohl der politische Führer, den Sie unterstützen, die gesamte Türkei gleichgeschaltet hat, die Opposition teilweise im Gefängnis sitzt, ein Drittel der HDP-Fraktion, eine wichtige Partei, 11.000 Politiker, lokale Politiker, Ortskreisfunktionäre der HDP im Südosten des Landes sind in den letzten 6 Monaten festgenommen worden. Das hat seine 85 Bürgermeister sind festgenommen worden. Die Regierung hatte 180 Stunden Zeit, in den türkischen Fernsehsendern Werbung zu machen, die Opposition nur eine Stunde. Und da weinen sie wirklich hier, dass sie hier in Deutschland keine Werbung machen könnten. In jeder Talkshow in den letzten 12 Monaten war überall ein OETD-Vertreter. Sie sind hier mehr aufgetreten in Deutschland. So wie es im Moment der Fall gegen ist. 1. Sie können doch hier also wegen der Türkei muss jeder, auch hier jeder damit wir rechnen. Einen, jede, auch hier haben wir sie eine haben asymmetrische, hier, sie brauchen hier auch hier keine Angst haben wir davor eine zu haben, asymmetrische dass sie Situation. Auch hier jede haben wir Regierung eine asymmetrische Situation. Jeden Kritiker. Sie können sagen, was Sie wollen. Die Zuschauer sehen das. Ja, die Zuschauer sehen haben das, auch ja. schon andere Sendungen gesehen. Und wir dachten, heute stehen Sie Ihren Mann, Herr Bilgi. Und wir hatten das hier auch schon Vertreter der AKP und Ja-Stimmer. Es war durchaus ein faires und ausgesprochen gleichberechtigtes und differenziertes Diskutieren. Vielleicht ist es ganz schlau, wenn wir mal nach Deutschland schauen. Weil unabhängig von dem, was wir bis hierher besprochen haben, hat es eine hochinteressante Abstimmung und ein hochinteressantes Abstimmungsverhalten ausgerechnet in Deutschland gegeben. Und die Beschimpfungen und Drohungen gerade gegenüber Deutschland haben sich offensichtlich für Erdogan ausgezahlt. Erdogan-Fans jubeln auf deutschen Straßen. In allen deutschen Wahllokalen stimmte eine Mehrheit für die Verfassungsreform. Die größte Zustimmung mit fast 76% bei den Ruhrgebietstürken in Essen. Ich bin sehr stolz auf mein Volk. Mein Volk hat die Augen aufgemacht. Ich bin eindeutig für Ja, weil es einfach positiv für die Türkei ist. Für oder gegen Erdogan? Die Stimmung bei vielen hier lebenden Türken ist gereizt, wie in dieser Kölner Teestube. Warum Erdogan? Warum? Warum? Weil er das Land voranbringt. Er bringt die Todesstrafe. Das ist unrechtmäßig. Was will dieser Mann? Der ist doch schon Präsident. Was will er mehr? Werde kein Terrorist, dann wirst du auch nicht hingerichtet. So einfach ist das manchmal aus der Sicht von Wählern, Frau Güller. Die ganz harte Frage lautet, haben Hamburg und Essen und Stuttgart am Ende die liberalen Türken in Istanbul und in Izmir und in Ankara im Stich gelassen? Die wahlberechtigten Türken ja. Deshalb sind auch viele Türken in der Türkei sauer über dieses Ergebnis aus Deutschland. Und ich kann das auch verstehen, es macht wütend. Man hat hier über eine Verfassungsänderung abgestimmt, mit deren Konsequenzen man nicht leben muss, weil man in Deutschland lebt. Und viele sagen auch, die Sie auch gerade eingeblendet haben, dass man gerne in Deutschland lebt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mache mir nicht nur um das Demokratieverständnis dieser Ja-Sager in Deutschland Sorgen und Gedanken, sondern auch über Ihr Demokratieverständnis letztendlich. Und da zeigt man, dass es tatsächlich Defizite gibt, weil Ihr Demokratieverständnis ist meines Erachtens ein einfaches. Es beruft sich auf die Mehrheit. Die Mehrheit entscheidet, wo es lang geht. Und Dinge wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder die Gewaltenteilung spielen für Sie überhaupt keine Rolle. Das und das nicht. Haben Sie mit der Werbung für diese Verfassungsänderung in Deutschland bewiesen. Das stimmt mhm. nicht. Kann man, Herr Bilgi, sofort, Sie sind sofort dran, kann man tatsächlich hier für eine offene und freie Gesellschaft, kann man in ihr leben und auf der anderen Seite in der Türkei für ein autoritäres System stimmen? Geht das in Ihren Augen? Ist das schizophren oder funktioniert das? Nein, die Fragestellung ist schizophren, weil wir, die mit Ja gestimmt haben, definitiv nicht davon ausgehen, dass das eine diktatorische Verfassung ist. Das ist es ja. Nein, definitiv nicht. Woran machen Sie das denn fest?
Woran machen Sie das fest, dass das ein Ein-Mann-Staat ist? Der Verfassungsänderung. Nennen Sie mir bitte einen konkreten Punkt. Das Parlament wird entmachtet. Also, das ist eine unqualifizierte und eine falsche Aussage. Darauf kann ich direkt antworten. Also mit der neuen Verfassung hat das Parlament das Recht, den Präsidenten des Amtes zu entheben. Aber mit welcher Mehrheit? Und zwar, indem es Neuwahlen ausruft. Genau das gleiche Recht hat auch der Präsident. Somit haben wir das System in diesem Punkt auch, ja, der Checks and Balances. Ja, der Präsident hat das Recht, Herr Bilgi, das muss ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich sage es einfach, mit seinen Dekreten das Parlament komplett auszuhebeln. Nein. Er kann es überhaupt nicht mehr befragen, sondern er kann mit Dekreten durchregieren. Nein, das stimmt auch nicht, Frau Illner. Da muss ich Ihnen widersprechen. Auch hier, eben das ist das Problem, weil die Menschen denken, die Ja-Sager, anscheinend haben die Ja-Sager das besser analysiert als die Nein-Sager. Was ich hier sagen möchte, was das Dekret angeht, das Dekret, der Präsident hat natürlich, kann per Dekret entscheiden. Aber, jetzt kommt ein Aber, was sehr viele verschweigen. Ja, aus Unwissenheit oder aus mit welcher Absicht auch immer, das weiß ich nicht. Wenn der Präsident ein Dekret erlässt und wenn es zum gleichen Thema einen Beschluss des Parlaments gibt, dann eliminiert dieser Beschluss des Parlaments das Dekret des Präsidenten. Wollen Sie dem widersprechen, Frau Güller? Wer bestimmt denn zukünftig, wer in das Parlament kommt? Das macht das der Präsident. Das macht der Präsident über seine eigene Partei. Das haben wir in den Vereinigten Staaten doch auch. Wenn der Präsident ein Dekret erlässt, dann gibt es zwei Mechanismen, Kontrollmechanismen, was dieses Dekret aushebeln kann. Und zwar die Gerichte zum einen und zum Zweiten, wie gerade erwähnt, das Parlament. In den Vereinigten Staaten haben wir diese Mechanismen nicht. Das haben wir gerade gesehen, dass das hervorragend funktioniert, weil es eben auch tatsächlich einen juristischen Widerspruch dagegen hat. Fragt Herr Topper gerade, Herr Lambsdorff ist gleich dran. Ich wollte Herr Topper von Sie Ihnen bitte, noch mal dass wissen. Er Satiriker ist, weil sonst halte ich das nicht aus, weil das kann nicht ernst gemeint sein, was er hier behauptet. Haben Sie schon mal was von Venedig-Kommission gehört? Nein, ich verlasse mich nicht auf irgendwelche... Herr Lambsdorff, erklären Sie ihn doch bitte mal... Ich habe davon gehört. Haben Sie denn die Punkte analysiert? Natürlich habe ich analysiert. An welchem Paragraphen machen Sie das fest? Einige sind doch schon aufgezählt worden. Sie können mir nichts Konkretes sagen. Die können tatsächlich was dagegen. Sie beziehen sich nur auf diese Venedig-Kommission. Die gibt demnächst keine Punkte. Die ist nicht irgendeine Kommission, sondern die hat festgestellt, dass damit die Türkei in die Autorität marschiert. Herr Toprak, wir machen ganz kurz mal weiter im Text und fragen uns. Absolute Zahlen, 450.000 Menschen, deutsch-türkische Bürger, haben mit Ja gestimmt. Sind die alle gegen eine plurale, offene Gesellschaft? Ich hoffe nicht, aber leider an diesem Stimmverhalten, muss man schon die Frage stellen, Frau Güller hat es ja gerade auch gemacht, wie kann es sein, dass wir hier für Pluralismus eintreten, für Demokratie und in dem Herkunftsland, wo man herkommt, dann dafür stimmt, dass die Demokratie abgeschafft wird. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich habe eine Erklärung dafür natürlich. In den letzten Tagen haben viele Experten viele Erklärungsversuche geliefert. Was ich absolut nicht akzeptiere, ist, dass wir wieder quasi uns dafür die Schuld geben, dass wir die Türken in den letzten Jahren, Jahrzehnten so schlecht behandelt hätten. Und deswegen haben alle aus Trotz Erdogan gewählt, für Erdogan gestimmt. Das glaube ich nicht, weil keiner spricht den Punkt an, dass diese Menschen auch einen politische Ideologie haben. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass sie gleichzeitig für einen Nationalislamismus gestimmt haben. Das sind in meinen Augen türkische Reichsbürger. Ich muss in Bildern sprechen, damit die deutsche Öffentlichkeit auch diese komplexen Sachverhalte versteht. Erdogan vertritt eine neo-osmanische Ideologie. Und er hat jetzt de facto die türkische Republik abgeschafft mit dieser Verfassung. Und seine Anhänger und er sind sozusagen die türkischen Reichsbürger. Und die Menschen, die ihn gewählt haben, sind in meinen Augen türkische Reichsbürger. Und deswegen, finde ich, müssen wir das auch thematisieren. Es gibt natürlich Diskriminierungserfahrungen, Ungerechtigkeiten. Aber auch unsere Eltern haben auch hier als Gastarbeiter in den 60er, 70er Jahren
gelebt und haben auch teilweise unschöne Sachen erlebt, aber sie sind nicht auf die Idee gekommen, uns gegen diese Gesellschaft aufzustellen. Und das akzeptiere ich nicht. Und umso schlimmer ist es doch, wenn man Diskriminierungserfahrungen hat, dass man aus Trotz dann in einem anderen Land für ein Unrechtsregime stimmt. Und das ist widersprüchlich und das können wir nicht akzeptieren. Das müssen wir thematisieren und darüber müssen wir reden. So, und das machen wir und nehmen genau diese These zum Anlass, Frau Güller, um uns zu fragen, glauben Sie, dass das eher ein Protest war und ein Trotz gegen ein Land, das die Deutsch-Türken zu wenig integriert? Oder glauben Sie tatsächlich, dass dahinter eine nationale bis nationalistische Bewegung steht? Weil das ist das, was Herr Toprak sagt, nämlich eine national-islamische Bewegung. Also es sind viele Faktoren. Das eine habe ich gerade genannt, das ist das falsche Demokratieverständnis. Das andere ist, Erdogan hat mit seinen Hetzreden vor allem den Nationalstolz der Menschen angesprochen, an diesen appelliert, das haben wir gerade auch im Video gesehen, ich bin stolz, Türke zu sein, was die Menschen dazu noch mal motiviert hat, für die Verfassungsänderung zu stimmen. Mhm. Ich glaube, vielen war es gar nicht bewusst, wofür sie stimmen. Ich will nicht sagen, sie haben sich nicht informiert, etc. Dazu gab es eigentlich genug Möglichkeiten, aber viele haben es letztendlich trotzdem nicht getan. Es war eine Wahl, ob man für oder gegen Erdogan ist. Und auch die Berichterstattung in Deutschland oder die Diskussion rund um die Auftritte hat diese Menschen sicherlich noch mal dazu bestärkt, mit Ja zu stimmen. Mhm. Aber wenn es all das nicht gegeben hätte, glaube ich nicht, dass das Ergebnis viel anders ausgefallen wäre. Deshalb halte ich all diese, in Anführungsstrichen, Argumente, die die UETD ja auch gerne aufführt, Ausgrenzungserfahrungen, Trotzreaktionen, weil man in Deutschland Erdogan und die türkische Regierung sehr, sehr kritisch betrachtet, ehrlich gesagt, für eine Ausrede. Dass dieses Ergebnis so zustande gekommen ist, das hat nochmal viele Faktoren, aber in dem Punkt stimme ich Herrn Toprak auch absolut zu. Auch ich lasse diese Opferrolle, diese Diskriminierungserfahrungen nicht mehr zu. Es gibt sie, das müssen wir auch gar nicht also können wir auch gar nicht von der Hand weisen. Wenn es Menschen mit ausländischen Namen nach wie vor gibt, junge Menschen, die nach wie vor viel mehr Bewerbungen schreiben müssen als mit einem deutschen Namen, dann sind das Themen, denen wir uns ernsthaft widmen müssen. Aber das kann nicht als Erklärung für alles hinhalten, wie es gerade die UETD oder viele andere türkische Vertreter sagen. Nochmal, Herr Biggi, Sie sind gleich, wir hören noch mal kurz Herrn Lanz dazu. So eine Aussage haben wir nie getätigt. Demokratieverständnis, Demokratiedefinition ist keine unwichtige Frage. Haben wir, auch Deutsche überhaupt, uns bisher zu wenig dafür interessiert, wie die Deutsch-Türken tatsächlich denken und welche Auffassungen sie von der Gesellschaft und der Demokratie haben in Bezug auf eine freie, differenzierte Diskussion, auf eine Medienfreiheit, auf, waren sie uns egal bis dahin? Glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, wie der Eindruck derer ist, die das viel besser beurteilen können, die hier am Tisch sitzen. Aber mein Eindruck ist nicht, dass uns das egal war. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich damit, dass wir jetzt sozusagen eine Gruppe kreieren, die Deutsch-Türken, in die sozusagen jetzt wie ein Block dann behandelt werden, die angeblich alle plötzlich Erdogan-Fans. 410.000 Menschen, wie gesagt, nicht die Mehrheit der Deutschen. Bei uns leben 3,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Mhm. Von denen waren knapp 1,5 Millionen nur wahlberechtigt. Stimmberechtigt, haben wir hier schon besprochen. Genau, und von denen ist gerade mal die Hälfte wählen gegangen. Das heißt, die andere Hälfte, zum Teil hat sie sich gar nicht für Politik interessiert. Das ist normal, das gibt es immer. Aber manche sind vielleicht auch bewusst nicht wählen gegangen, weil sie gesagt haben, es ist die Türkei, aber Deutschland ist mein Land. Ich muss nicht über Dinge abstimmen, die sich in der Türkei abspielen. So. Das heißt, wir müssen bitte scheren wir hier die türkische Community nicht über einen Kamm und machen alle gleich. Ich meine, wir sitzen ja hier zusammen am Tisch mit ganz unterschiedlichen Auffassungen. Bitte nicht jetzt eine antitürkische Stimmung sozusagen nach dem Motto, das sind alles Erdogan-Fans. Und dennoch, wenn ich mich recht erinnere, haben auch Sie, Herr Lambsdorff, in einem Interview gesagt, dass es schon eigenartig ist, dass man hier die Vorzüge der Gesellschaft genießt und auf der anderen Seite anderen eine Diktatur an den Hals wählt. Das war, glaube ich, Ihre Formulierung. Absolut. Für diejenigen, die mit Ja gestimmt haben, gilt das ja auch total. Nur wie gesagt, bitte, das sind 450.000 von 3,5 Millionen. Also insofern. Aber über die haben wir doch gesprochen, Herr Lambsdorff. Keiner hat hier verallgemeinert. Nein, aber sozusagen, ich möchte nur, dass auch für die Zuschauer draußen an den Bildschirmen klar ist, es gibt nicht einen Block von Deutsch-Türken und das sind plötzlich alles Erdogan-Fans. Das Gegenteil sind ist der Fall. Genau. Also das ist mal und nicht, wichtig, die alle aus der Türkei kommen. So. Ich meine, Sie sagen nicht verallgemeinern, aber alle Menschen, die aus der Türkei kommen, sind auch nicht Türken.
Es sind Kurden, es sind Aleviten, es sind Christen, Armenier. Ja. Diese Menschen gibt es auch in diesem Land. Darüber sollten wir auch sprechen. Also Sie haben recht, es gibt nicht den türkischen Block. Wenn es darum geht, die Zahl der Türken so groß erscheinen zu lassen, dann spricht man immer gerne von 3,5 Millionen Menschen. Aber man differenziert nicht. Da würde ich auch Sie bitten, dass Sie da differenzieren. Jeder weiß, dass Sie Kurde sind. Und wenn? Ja, das weiß ich. Aber müssen Sie nicht drauf... so haben wir Ihnen auch vorgestellt. Ist auch nicht Wichtige Frage wäre noch, warum sind eigentlich die Mehrheit der wahlberechtigten Deutsch-Türken nicht zur Wahl gegangen? Ja, wie sehr hat Sie das betroffen gemacht, Herr Toprak? Oder sagen Sie, es ist tatsächlich so, wie Herr Graf Lambsdorff sagt, denen war die Türkei egal, sie wollten da keine Stimme abgeben? Oder ist es eben wirklich auch ein Problem, dass sich nur eine Minderheit dafür interessiert hat, überhaupt die Stimme abzugeben? Ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Es gibt viele junge Menschen auch, die vielleicht auch das Interesse nicht hatten, da zu gehen. Erdogan hat so viele mobilisiert. Er hat viele mobilisiert, aber viele sind auch nicht wählen gegangen. Aber viele konnten auch aus unterschiedlichen Gründen nicht wählen gehen. Viele haben auch Angst, mittlerweile in türkische Konsulate zu gehen, weil die Menschen denunziert werden, verfolgt werden. Auch hier sind viele Kritiker nicht sicher. Ich kann selber seit 2 Jahren nicht in die Türkei einreisen. Es gibt hunderte von Menschen, die ein Einreiseverbot haben. Und es gab auch viele Fälle, wo den Menschen in türkischen Konsulaten der Pass abgenommen worden ist. Ich kenne etliche Fälle, wo die Menschen hingegangen sind, um sich zum Beispiel ausbürgern zu lassen. Da hat man ihnen den Pass weggenommen. Jetzt können sie, haben sie das Problem, gegenüber der deutschen Ausländerbehörde sich auszuweisen. Mhm. Und Erdogan unterdrückt auch massiv hier seine Gegner. Und das dürfen wir als Gesellschaft, als Staat nicht zulassen. Und da ist mein Appell an die Europäische Union und auch an die deutsche Politik, dass man sich wirklich mit diesen Menschen solidarisiert, die ihre Stimme erheben. Die gibt es auch und die sind nicht in der Minderzahl unbedingt. So, und damit sind wir noch mal bei Ihnen, Herr Bilgi. In den absoluten Zahlen haben 14% der Deutsch-Türken für dieses Referendum gestimmt. Das ist definitiv nicht die Mehrheit. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Zahl derjenigen, die überhaupt zum Referendum gegangen sind und ja oder nein gestimmt hätten, nicht größer war? Warum waren es nur unter 50%? Kann ich Ihnen genau sagen. Es waren deutschlandweit 13 Wahllokale. Hätte es mehrere Wahllokale gegeben, wenn wir uns an die Europawahlen erinnern, wie viele Wahllokale gibt es in Deutschland bei den Europawahlen, Herr Lambsdorff? Graf Lambsdorff? Ein paar hundert, ein paar tausend, weiß ich nicht genau. Mhm. Also wenn ich nicht falsch informiert bin, sind das 8000, mag auch falsch sein. Und wenn wir mehr Wahllokale in Deutschland hätten, wären auch mehr Türken an die Wahlurne gegangen. Aber Sie hätten vielleicht auch mit Nein gestimmt. Das kann natürlich sein. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber was ich hier nochmal zum Ausdruck sein was ich... Was ich noch mal, wer hat die Busse finanziert zum Beispiel? Sie haben doch organisiert von DTIP-Moscheen und überall UETD. Also, das ist aber nicht verboten. Vielleicht fragen wir jetzt Frau Güller, Sie waren auch am Sonntag auf den Straßen Belegen Sie das. Auf den Straßen von Sie kommen, ja bitte, dann bitte bei den letzten Wahlen hat Musa Serdar Celebi 2 Millionen Euro bekommen, damit er europaweit die Türken an die Wahlurnen fahren kann. Das hat er so nicht einmal. Musa Serdar Celebi kennen Sie nicht, Gründer von ATIP. Nein, kenne ich nicht. Sie kennen den Vizepräsidenten der UETD, die hier die Wahl organisiert hat. Was ich hier noch mal auf jeden Fall erwähnen möchte, ist Folgendes, Frau Illner. Lassen Sie mich das bitte zu Ende ausführen. Ich bin mir sicher, dass sowohl die Ja-Sager als auch die Nein-Sager sich nicht um den Inhalt der Verfassungsänderung gekümmert haben. Beide Lager haben nur nach Sympathie entschieden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Nein-Sager sich um die Inhalte gekümmert hätten, die Inhalte analysiert hätten. Dann hätten die alle mit Ja gestimmt. Nicht alle, aber ein Großteil. Aber das wäre doch Ihre Aufgabe gewesen als UETD, die hier Werbung für die Wahl gemacht hat, die Menschen über die Inhalte zu informieren. Wir haben versucht, Infoveranstaltungen zu machen, aber das ist uns nicht gelungen. Das hat man unterbunden. Das haben wir nicht unterbunden. Das hat keiner unterbunden. Also das Problem ist ja gerade, dass es nicht unterbunden worden ist. Das will ich schon mal sagen. Das ist mir nämlich jetzt auch wichtig, weil hier sitzt ja nun eine Vertreterin der CDU. Da muss man schon mal herausarbeiten. Es ist ja schon merkwürdig gewesen, dass die Bundesregierung es eben nicht geschafft hat,
eine klare Ansage zu machen, dass es bei uns keine Werbung gibt für eine Verfassung der Unfreiheit. Da gibt's ja, in den Niederlanden hat der Premierminister ganz klar gesagt, nein, unsere Freiheit wird nicht dazu ausgenutzt, die Freiheit zu Hause in der Türkei abzuschaffen. Das hat er für die Wahlen genutzt. Und das fand ich die Ansage, die wir in Deutschland auch gebraucht hätten, die es nicht gegeben hat, weil leider die Bundeskanzlerin sich dazu nicht hat durchringen können. So, das finde ich sehr bedauerlich. Frage an Frau Güler, hätten wir das tun müssen? Hätte es tatsächlich eine solche Erklärung in Deutschland geben müssen? Nein, das fände ich nicht richtig. Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen. Dazu gab es verschiedene Berichte. Eins wurde gerade schon genannt von der Venedig-Kommission. Aber die Menschen an Wahlen zu hindern, hätte ich persönlich nicht richtig gefunden. Wundere mich auch, dass ein Liberaler das so ausspricht. Es gab auch die Wahl in den Niederlanden. Was dort unterbunden wurde, waren die Wahlkampfauftritte. Darum geht es nicht, die Wahl. Es geht um die Wahlkampfauftritte. Dann habe ich Sie gerade missverstanden. Werbung hat er gesagt. Wahlkampfauftritte von Ministern, finde ich, hätte es hier nicht geben sollen. Ich glaube, dass die Aussage aus Ankara, letztendlich keine Wahlkampfauftritte mehr in Deutschland zu machen, letztendlich auf die Bemühungen, auf die diplomatischen Bemühungen der Bundesregierung zurückzuführen sind. Man hat es nicht mit Geschrei oder mit lautem Tamtam gemacht, sondern hinter verschlossenen Türen. Wir wissen alle nicht, wie diplomatisch verhandelt wurde. Ich gehe aber davon aus, dass der Druck der Bundesregierung anscheinend hoch war. Denn von alleine wäre Ankara nicht auf die Idee gekommen, weil sie eben weiß, dass viele Erdogan-Anhänger, ich möchte bei dem Wort bleiben, Anhänger, in Deutschland leben. Was hat die Türkei das bei den Verhandlungen als Gegenleistung eine bekommen? Spekulation, bei ich habe gesagt, hinter verschlossenen Türen. Das müssten Sie vielleicht wissen. Sie haben die besten Drähte zu Ankara. Es hat auf jeden Fall bis fünf Tage vor der Wahl, diese Auftritte gegeben. Und dann hat Erdogan gesagt, wir werden davon absehen, weiterhin nach Deutschland zu kommen. Ich möchte Ihnen gerne einen Mann vorstellen. Und zwar interessiert er sich sehr für die Politik in der Türkei. Er lebt seit 44 Jahren in Deutschland, und zwar in Berlin. Seine Frau hat mit Ja gestimmt und er selber mit Nein. Das klingt anstrengend. Beide müssen also wahnsinnig tolerant sein miteinander. Bei uns ist Mustafa Karadeniz aus Berlin. Herr Karadeniz, einen schönen guten Abend. Ui, alles gut. Sie haben mit Nein gestimmt. Ja. Sie gehören also zu den Verlierern dieses Referendums am Sonntag. Wie fühlen Sie sich damit? Ich fühle mich nicht als Verlierer. Okay. Weil nach all dem, was wir jetzt gehört haben, die AKP hat dies gemacht, hat jenes gemacht und die Opposition hatte keine Chance, die Neinsager hatten keine Chance und all diese Dinge. Und das Neinlager hat 48, noch was Prozent. Die Türkei lebt. Es gibt Menschen, die das erkannt haben. Unter all diesen Bedingungen hat Erdogan nur 51,4% bekommen. Und das ist erstmal ein Erfolg. Die waren selber enttäuscht. Die haben mit 60, sie wollten es hinwegfegen. Das Land sollte mit Ja brüllen und schreien. Die müssen von 90% geträumt haben, von russischen, usbekischen oder chinesischen Ergebnissen geträumt haben. Wir haben gewonnen. Wenn sie die Nationalisten abziehen aus dem Ergebnis, hat die AKP netto verloren. Netto, also das, was an AKP-Anhängern war. Und das müssen wir jetzt erstmal sehen. Hat Ihre Frau Verständnis dafür, dass Sie mit Nein gestimmt haben? Ja. So weit geht die Liebe? Politik sollte man nicht mit Liebe vermischen oder mit irgendwas anderem vermischen. Und für meine Frau ist es der deutsche Teil in mir. Wir reden zu viel, wir diskutieren zu viel, es wird alles in Frage gestellt. Und, haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre Frau mit Ja gestimmt hat? Ja, natürlich habe ich Verständnis dafür, weil das ist ein großes Klientel von dem Herrn Erdogan. Der sieht gut aus, der ist groß, der hat viel für die Türkei getan. Das ist so, guck mal, der hat ja keine Eskapaden als Politiker. Er wird ja auch der Lange genannt, glaube ich, ne? Ja, der Große oder wie halt auch immer. Der hat keine Eskapaden. Also er macht einen guten Ehemann, einen guten Vater, steht da, einen Schwiegersohn, den alle irgendwie haben möchten. Und es wird eines kaum besprochen. Vor 14, 15 Jahren hat die AKP mit dem großen Willen, einen Teil der Türkei nach vorne zu bringen, mit diesem konservativen islamischen Teil, der bis dahin in 70, 80 Jahren türkischer Republik immer nur von den, wie wir sagen, weißen Türken regiert worden ist, nach vorne zu bringen. Mhm. Er hat den kleinen Mann stark geredet. Und das haben sie aufgenommen. Das haben sie in sich aufgenommen. Und er hat einfach viel für die Türkei getan. Mhm. Ist einfach so. Daher auch nach wie vor seine genau, Unterstützung. Genau, was er macht, ist gut. So, und dann trotzdem die Frage, warum Sie glauben, dass ausgerechnet diese Position von Erdogan heute so viel Erfolg bei den Deutschtürken hat. Bei Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben.
Also ich will mal ganz kurz was zu etwas vorhin sagen, was Sie besprochen haben, warum so viele Türken Sozialdemokraten wählen. Und das sei von Opa und Vater und so gekommen. Ich meine, die ersten Gastarbeiter hatten kein Wahlrecht, also da hat keiner Sozialdemokratie gewählt. Mhm. Ja? Dass wir hier in Deutschland wählen dürfen, ist ja auch erst seit der AKP. Ich kann mich vorher nicht daran erinnern, dass wir an irgendeiner Wahl vorher teilnehmen durften, Frau Illner. Mhm. Der hat das erkannt, dass viele von seinen Türken, von diesen Leuten aus Anatolien, die als Gastarbeiter hierher gekommen sind, die haben ihre Axt an den Baum gehauen, sind nach Deutschland gekommen, ihre Hacke auf dem Feld liegen lassen, sind nach Deutschland gekommen und die haben eine Stimme. Die haben jemanden, der sich groß und stark hinstellt und sagt, wir Türken. So, und wir dürfen auch stolz hier sein. Okay. Und das ist eine Klientel, die er hier genau so bedient. Ja? Wir erkennen nicht, dass das Land, in dem wir leben, Deutschland oder in Europa, sich nicht über Fahne und Vaterland definiert, sondern über Wettbewerb und Leistung. In der Türkei reicht es oft zu sagen, ich bin stolz, ein Türke zu sein. Wenn man jemanden kennt, kriegt man einen guten Job. Okay, so und dann gibt es hier in Deutschland dann und wann auch. Nichtsdestotrotz, die Frage, glauben Sie, dass die Menschen für Erdogan gestimmt haben, eben eher aus Trotz oder aus einer echten Überzeugung? Oder beides? Nein, gar nicht. Auch nicht aus Trotz und aus irgendwas Deutschland auszuwischen oder so. Es ist dieses Auftreten, dass sie sagen, sollten wir mal wieder zurückgehen, haben wir eine schöne Türkei. Mhm. Weil, wie gesagt, das, was er bis dato getan hat, oder bis er eben Bundespräsident wurde in der Türkei, war das ja auch gut für ihn, lief das ja auch gut für die Türkei. Es ist viel passiert in der Türkei. Und dies wünscht man sich, dass das mit diesem Mann gekoppelt ist und nicht mit einem System. Ob wir da jetzt einen Sultan kriegen oder ob da eine Demokratie herrscht oder wer auch immer. Es hat sich ja auch kaum einer gerührt, als in der Türkei, noch vor der AKP, die Prozentzahl für die Parteien hochgesetzt worden ist, um überhaupt ins Parlament zu kommen. Ja, die Türkei hat keine Koalitionsmöglichkeiten, weil man 10% braucht, um überhaupt ins Parlament zu kommen. Das war aber nicht die AKP. Das haben die Regierungen schon vorher gemacht. Ja, also wenn dort auch Parteien mit 5%, gibt ja auch in Deutschland Parteien, die beten, dass sie mehr über 5% kriegen, dass sie überhaupt reinkommen. Ich will jetzt keinen angucken. Ja, dann würde das in der Türkei auch ein anderes Bild abgeben. Aber da ist nichts, wenn sie jeden für sich einzeln sprechen, der Ja sagt oder Nein sagt, so richtig, warum? Weil ich frage auch Herrn Bilgi hier auch noch mal so direkt. Ich habe in all dieser Zeit mich so oft verteidigen müssen, warum ich Nein sage. Und immer mit Argumenten. Ich habe gesagt, gebt mir was Wirtschaftliches, gebt mir was Soziales, gebt mir irgendwas Politisches. Es ist nur pure Ideologie gewesen. Es wird besser. Lass mal gucken. Ich meine, du kannst doch nicht mit lass mal gucken oder lass mal darauf warten, ein System ändern, was fast 100 Jahre alt wird. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass in der Zeit des Wahlkampfes, aber auch davor, es tatsächlich Versuche von Einschüchterung gegeben hat, von Beeinflussung gegeben hat, von Angstmacherei? Also, wir haben ja in diesen ganzen islamischen Gemeinden und Moscheen haben wir ja Koranschulen. Da kann man seine Kinder stundenweise, tageweise am Wochenende hinschicken, dass sie einfach eine islamische Bildung kriegen. Das heißt nicht, dass wir hier Islamisten erziehen, sondern meine Kinder zum Beispiel haben auch den Religionsunterricht in der Schule genossen. Also von 3 Religionsschülern, die im Jahrgang kannten, waren 2 Türken. Ja? So, die sollen einfach Moses, Abraham, das sollen die halt alles kennen. Das gehört zur Allgemeinbildung, dass man das weiß. Wenn dort Kinder befragt werden in diesen Islamschulen, was die Eltern wählen, dann ist mir das suspekt. Ja, das hatten wir in der Geschichte. Ihre Kinder wurden gefragt, nein, meine Kinder sind schon etwas länger raus. Die haben zum größten Teil, also einer soll noch in die islamische Schule gehen, dass er halt einfach weiß, was Islam ist, dass wir 5 Gebote haben und. Die sind einfach, dass er eine Allgemeinbildung dafür hat. Da sind mir echt die Haare hochgegangen. Ne? Da fragen die Erzieher die Kinder, was die Eltern wählen. Und dann mit den Nachrichten, dass Moschee-Vorbeter, also nachrichtendienstliche Tätigkeiten gemacht haben, da fragst du dich, wo leben wir eigentlich im 21. Jahrhundert? Klasse, dass Sie da sind. Sie kommen mit in die Runde und können uns und alle direkt fragen. Vielleicht fragen wir uns genau das noch mal, wie sehr eigentlich in die deutsche Gesellschaft hinein tatsächlich auch Ankara und die türkische Regierung arbeitet und ob das gut und richtig so ist. Wir schauen uns das mal kurz an. Viele Türken in Deutschland beziehen ihre Informationen vor allem aus türkischen Medien. Mehr als die Hälfte der Fernsehzuschauer schaut lieber oder ausschließlich türkische Programme. Und die Medien dort sind oft nicht neutral. Die meisten Zeitungen und Sender berichten regierungstreu.
Von beinahe jedem Fernsehsender in der Türkei ist Erdogan der Regisseur und von jeder Zeitung der Chefredakteur. Er organisiert und bestimmt alles. Auch viele Moscheen in Deutschland sind politisch nicht neutral. Der Dachverband DİTİB untersteht dem türkischen Ministerpräsidenten. Imame werden in der Türkei ausgebildet und aus der Türkei bezahlt. Einige sollen im Auftrag des türkischen Geheimdienstes Gemeindemitglieder ausspioniert haben. In dieser Kölner Villa sitzt die Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Die UETD gilt als Lobbyorganisation der türkischen Regierungspartei AKP. Zur Gründung 2005 reiste der damalige Ministerpräsident Erdogan persönlich nach Köln. Der Unternehmer Remzi Aru trat früher selbst als UETD-Mitglied auf. Inzwischen hat er eine Partei gegründet, die Allianz Deutscher Demokraten. Er gilt als einer der größten Erdogan-Unterstützer in Deutschland. Es gibt in der Türkei keinen Bürgerkrieg, es ist ein Rechtsstaat. Also ich persönlich zum Beispiel würde mich eher dem türkischen Rechtsstaat als dem deutschen Rechtsstaat hingeben und vertrauen. Bei der Landtagswahl in NRW tritt die ADD erstmals an. Herr Karadeniz, nochmal die Frage. Sie haben uns gerade geschildert, was in der Religionsschule passiert ist. Würden Sie denken, der deutsche Staat hat da zu viel zugelassen? Es gab mit DİTİB, mit den Moscheen eine enge Zusammenarbeit. Denken Sie, dass das gut war oder muss es eigentlich staatlich kontrolliert werden und eingeschränkt werden? Wir wachsen hier auf mit der Idee, dass man so lange seine Freiheit ausüben kann, bis man die Freiheit von anderen einschränkt. So habe ich das gelernt und so leben wir das. Ich meine, ist das nicht toll, dass wir Moscheen bauen dürfen, dass wir Synagogen haben, dass wir buddhistische Tempel haben, dass hier jeder im Grunde genommen machen kann, wozu er Lust und Laune hat, wovon er überzeugt ist, solange er kein damit in irgendeiner Form stört, irritiert oder versucht zu bekehren oder wie auch immer. Ist das nicht toll? So. Und dann nutzt einer dieses System, egal wer jetzt, ja? Ich meine, glauben Sie mir, ich kenne genug russische Leute, die nur russisches Fernsehen gucken. Was die Ihnen für Geschichten erzählen, wo ich sage, sag mal, leben wir in Moskau oder leben wir in Berlin? Es ist wirklich so. Die hören sich das gar nicht an. Der Putin sagt das auch ständig. Lügenpresse, die Deutschen, die wollten euch ja nie und die schicken euch auch irgendwann zurück. Und die gucken kaum ARD, kaum ZDF, lesen diese ganzen Zeitungen nicht und gucken dann eher Afghanen, gucken afghanisches Fernsehen, Syrien. Das ist, was ja toll ist, ne, dass wir das haben. Ne, je nachdem, wo sie die Antenne ausrichten, können sie irgendwie 2 Millionen Programme gucken und sich nur aufgrund dessen informieren. Aber ich habe die Chance, mich islamisch zu bilden, ich habe die Chance, mich christlich zu bilden. Ich kann hier machen, was ich will, solange ich keinen damit störe. Deshalb wirft ja auch Erdogan den Deutschen zum Beispiel vor, die PKK könne hier schalten und walten, wie sie will. Ja, weil, ich meine, wenn hier keiner auffällt als Geldeintreiber oder als Terrorist oder nicht mit einer Waffe rumläuft. Also, darüber haben wir schon viel diskutiert, der deutsche Staat tut das tatsächlich. Dann ist er halt für das deutsche System noch kein Feind des Systems. Er hat ja noch nichts gemacht. Ne? Aber wenn Sie dann diese persönliche Erfahrung machen, ja, dass ein Kind Ihnen sagt oder ein Freund von Ihnen sagt, du, die haben mein Kind gefragt, was wir wählen. Ich meine, warum fragt ihr das? Warum fragt die Frau das? Weil es der verlängerte Arm ist der Regierung. So, ja, und damit sind wir genau bei der politischen Frage und bei der gesellschaftspolitischen Frage. Frau Güler, die UETD und natürlich auch DİTİB waren für den deutschen Staat immer Partner. Und es war wahrscheinlich auch ganz gut, dass es diesen einen klaren Partner gab, weil man sich nicht mit vielen Organisationen abgehen musste. Sollte das in der Zukunft anders sein? Das muss in der Zukunft anders sein, solange die DİTİB nicht bereit ist, ihre islamisch-muslimischen Aufgaben zu erfüllen, sondern Politik zu betreiben. Und das hat die DİTİB in den letzten Jahren gemacht. Die DİTİB war, wie Sie es gerade sagten, die UETD weniger, aber die DİTİB war lange Zeit der Ansprechpartner für die Bundesregierung, für verschiedene Landesregierungen, egal in welcher Konstellation. Weil wir auch immer gesagt haben, gut, das ist die Organisation, die islamische Organisation, die wir haben, die laizistisch geprägt ist, weil sie eben einem laizistischen Staatsislam folgt, den wir in der Türkei lange hatten. Und die Veränderungen innerhalb der DİTİB haben ja stattgefunden in den letzten Jahren mit den Veränderungen in der Türkei. Und spätestens dann wurde es kritisch. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass die DİTİB weniger sich um die religiösen Belange der Menschen kümmert, wie Sie es gerade gesagt haben. Ich wünschte, Sie würden es weiterhin tun, als hier Politik zu betreiben. Wenn eben Kinder gefragt werden, wie die Eltern wählen, dann sind das Dinge, die dürfen wir nicht akzeptieren. Und das macht dann auch deutlich, dass die DİTİB eben nicht nur sich um die religiösen Belange der Menschen kümmert, sondern hier Politik betreibt. Und
in einer Religionsgemeinde hat meines Erachtens Politik nicht zu suchen. Okay. Das heißt nicht, dass sie nicht politisch sein darf. Die katholische Kirche äußert sich auch zu vielem Politischen oder die evangelische. Sie darf nur keine aktive Politik betreiben und das macht sie. Herr Bilgi, Frage, in dieser Sendung wird immer erst eine Frage gestellt. Würden Sie, wir haben das gerade gezeigt, würden Sie in diese ADD eintreten? Die OETD ist ein Verein, Sie könnten tatsächlich auch eine Partei wählen. Es kann eine solche Partei geben, die tritt jetzt in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal an. Sie wird auch bundesweit antreten. Würden Sie die ADD wählen? Also ich habe nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und ich würde nicht in die ADD eintreten, denn wir sind eine überparteiliche Organisation. Aber Sie lachen. Ja. Haben Sie was anderes, was Sie sagen können? Ein anderes Gefühl. Sagen Sie so. Gut, okay. Das überlasse ich Ihnen. Aber um noch mal auf die DITIB zurückzukommen. Ich finde das sehr interessant. Die DITIB war über Jahre nicht nur eine religiöse Institution, sondern da hat sich der Alltag der türkischstämmigen Menschen abgespielt. Also das war hauptsächlich mehr der soziale Alltag als der religiöse Alltag. Jetzt möchte ich Sie, Frau Güler, fragen. Waren Sie je in einer DITIB-Moschee und haben Wahlkampf betrieben? Waren Sie je in einer DITIB-Moschee? Ich war in einer DITIB-Moschee, tatsächlich. Ja, ich war in einer DITIB-Moschee. Und zwar die erste DITIB-Moschee mit Minarette ist in meiner Heimatstadt, ist meiner Geburtsstadt in Mal aufgebaut worden. Ich war in einer DITIB-Moschee, auch bevor ich Politikerin wurde. Nein, so. Haben Sie Politik betrieben in der DITIB-Moschee? Das frage ich Sie. Ja, aber ich habe Sie nicht bei der Moment. Moment, wenn Sie mir eine Frage stellen, dann müssen Sie mich auch antworten Gerne. Lassen. Wenn mich die DITIB eingeladen hat, bin ich zu DITIB hingegangen. Und jetzt ist das ist der entscheidende Punkt, hat mich die DITIB eingeladen oder nicht. Ich bin nie von alleine in eine DITIB-Moschee gegangen, um da Wahlkampf zu machen. Ja, das ist ein großer Unterschied, den Sie nicht verstehen werden. Was Sie gesagt aber es ist Sie widersprechen sich, ist ein Unterschied, ob ein Politiker. Sie widersprechen sich doch jetzt. Das ist eben die Doppelmoral. Auf der einen Seite sagen Sie, die DITIB soll nur religiöse Tätigkeiten ausüben, aber wenn es um Sie geht, dürfen Sie natürlich in die DITIB-Moschee gehen und auf Stimmen vergehen. Sie ist tatsächlich nicht eingeladen worden und es gibt einen Unterschied und tatsächlich ist die DITIB eben auch am Ende eines gewissen Prozesses. Herr Toprak, das wäre meine Frage. Es ist ein Unterschied, ob verschiedene Politiker Moscheen besuchen und mit den Menschen in Dialog treten oder ob ein Moscheeverband wie die DITIB für eine Regierung, für einen Staat oder für eine Partei, Staatspartei, hier Politik macht und versucht, seine Gemeindemitglieder zu beeinflussen. Nein, das ist schon aber nicht der Fall. Und da widerspreche ich Ihnen. So, womit machen Sie das denn fest? Das ist tatsächlich auch gerade gesagt worden, dass die Imame in den Moscheen vom türkischen Staat bezahlt wollten. Die Argumente kennen wir. Meine Frage wäre, Herr Toprak, denken Sie, dass wir zu blauäugig waren? Auf jeden Fall. Wir haben die letzten 10 Jahre vor allen Dingen diese Strukturen und Netzwerke von Erdogan, OETD, Lobbyorganisation, DITIB und so weiter, hofiert, salonfähig gemacht. Bei der Eröffnung der OETD 2005 war unter anderem der damalige Bundeskanzler Schröder anwesend. Und DITIB und die anderen islamischen Verbände haben durch die Islamkonferenz sind hier hoffähig gemacht worden, salonfähig gemacht worden. Und wir haben einen unkritischen Dialog mit diesen Verbänden geführt. Und jetzt müssen wir, wenn wir ein Resümee ziehen, nach 10 Jahren Deutsche Islamkonferenz, muss ich leider feststellen, dass die islamischen Gemeinden Verbände heute viel weiter von unserer Gesellschaft, von unserem Staat, viel weiter weg sind als vor 10 Jahren. Und wer ist dafür verantwortlich? Und das muss endlich, es muss einen Neuanfang in der Islampolitik, in der Integrationspolitik in Deutschland geben. Wir müssen endlich die richtigen Gruppen und Verbände in Deutschland unterstützen. Auch in die Islamkonferenz bringen. Herr Karadenis, Sie haben einen Fürsprecher. Sie haben gerade den Kopf geschüttelt. Sie sind also nicht allein, Herr Bilgi, Sie sind nie allein. Wollen Sie uns noch mal bei der Beantwortung der Frage helfen, Herr Karadenis? Also ich möchte ganz kurz mal eines wirklich für alle noch mal festhalten. Die islamischen Organisationen und Vereine, die gibt es länger als die AKP. Mhm. Ja, also. Und die sind unheimlich von ihrer Gemeinde abhängig. Also alles, was Sie da sehen, vieles, was Sie da sehen, Grundstücke, Häuser, Minarette, alles, was wir machen. Wir haben uns aufgeopfert für unsere Moschee am Kolumbiadamm, ja, für die Şehitlik-Moschee, da wo türkische Erde ist. Das ist so eine kleine Sultan-Ahmet-Moschee, ja, die ist, finde ich, eine Perle, die wir als Gemeinde, die wir als Gemeinde gebaut haben. Dass man dann sieht, dass man über so eine Organisation
DİTİB halt, diese staatliche islamische Organisation aus der Türkei, die in jedem Winkel, dort wo drei Türken in der Türkei zusammenkommen, ist das Erste, was sie machen, eine Moschee bauen. Ja? Dass man dort sein Volk erreicht und dort halt super kommunizieren kann, super Informationen rausgeben kann, vielleicht andersrum auch kontrollieren kann, ist eine Sache, die gibt es erst eben seit ein paar Jahren. Also ich will hier mal wirklich einfach... Waren wir zu blauäugig, ist die Frage. Und nein, die gebe ich jetzt also an Karl Moment, Flamsdorf. Ja, also ich sag mal so, wir haben ja alleine darum gerungen, dass die Deutsch predigen. So ist es, genau. Also ich meine, da kommen Imame hin, die haben vom Leben in Deutschland keine Ahnung. Die kennen auch, und das kann man ihnen noch nicht mal vorwerfen, unser Grundgesetz gar nicht. Das sind Leute, die dort entsandt werden, die das machen. Und wir haben es am Anfang gemacht, Frau Güler hat völlig recht, ganz am Anfang, als die Gastarbeiter kamen, um dort eine Heimat auch zu bieten. Und es war damals, DİTİB war eine Organisation, die wirklich streng die Trennung von Politik und Religion beachtet hat. Und seitdem, das muss man so deutlich sagen, seitdem die AKP die Re-Islamisierung der Türkei betreibt, hat sich DİTİB auch völlig verändert und kann deswegen kein Partner mehr sein für deutschen Islamunterricht beispielsweise. Es sei denn, da kommen Imame, die ganz klar sich zum Grundgesetz bekennen, die auf Deutsch predigen und die Werte, die wir hier in Deutschland leben, auch vertreten. Nun sind wir mit ausgerechnet diesem Land, Frau Güler, und darüber müssen wir reden, mit ausgerechnet dieser Türkei sehr eng verbunden. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Europa. Wir haben ein Flüchtlingsabkommen mit Ihnen geschlossen. Status, das gilt noch. Wie lange kann das noch so sein? Das Flüchtlingsabkommen würde ich von dieser Frage, Referendum, Ergebnis etc. erstmal unabhängig bewerten wollen. Es ist, wie Sie sagen, wenn als nächstes über die Todesstrafe abgestimmt wird? Das ist etwas anderes. Das ist der Punkt, wo die Beitrittsverhandlungen gestoppt werden müssen. Und da erwarte ich auch von der Bundesregierung, dass alleine bei der Ankündigung, dass es dieses Referendum geben wird, dass die Bundesregierung ganz klar sagt, dieses Referendum wird nicht in Deutschland entschieden. Mhm. Es kann nicht sein, dass in irgendeinem Generalkonsulat auf deutschem Boden über die Todesstrafe entschieden werden kann. Da muss die Bundesregierung ein ganz klares Zeichen setzen. Das ist etwas anderes, als jetzt über die Verfassungsreform jetzt entschieden wurde. Da sehe ich noch mal einen Unterschied. Was das Flüchtlingsabkommen betrifft, hat sich das erledigt dann auch in der Tat. Aber in dem jetzigen Status würde ich das Abkommen so nicht in Frage stellen, weil ich sehe das auch ein bisschen anders als Herr Lambsdorff oder als Herr Toprak. Wenn wir die Beitrittsverhandlungen, und meine Partei war diejenige, die den Beitritt der EU, die den Beitritt der Türkei immer sehr, sehr kritisch betrachtet haben. Das war also die, immer abgelehnt. Immer abgelehnt hat. Aber nichts dafür tut. Sie tun ja nichts dafür, dass da was passiert. Wir sind jetzt in den Verhandlungen seit 2005. Die sind nicht ganz ehrlich geführt worden, da gebe ich Ihnen recht. Man hat der Türkei, ich glaube, der Türkei war selbst auch bewusst, dass sie so schnell nicht so schnell beitreten kann. Aber wir sind jetzt in einem Punkt, wenn wir die Verhandlungen jetzt abbrechen. Wenn das Ergebnis am Sonntag in der Türkei mit 70% Ja ausgegangen wäre, würde ich sagen, ja, abbrechen. Das Ergebnis in der Türkei ist aber so knapp ausgegangen, dass wir die anderen fast 50% jetzt mit einem Stopp der Beitrittsverhandlungen im Stich lassen würden. Und deshalb ist diese Frage, abbrechen, ja oder nein, so einfach nicht zu beantworten. Wir sind immer noch abhängig und die FDP mit der Stimme des Das habe ich nicht gesagt, dass wir abhängig sind. Ja, ich glaube, dass die Abschaffung der Demokratie völlig ausreichend ist, um ein für alle Mal klar zu sagen, dass die Türkei der Europäischen Union nicht beitreten kann. Und dass wir diesen unehrlichen Prozess endlich beenden sollen. Es glaubt doch in Ankara und in Brüssel kein Mensch mehr daran, dass die Türkei beitritt. Es ist doch besser, wir stellen unsere Beziehungen, und das sage ich jetzt mal als Außenpolitiker, zu diesem wichtigen Nachbarland, das es ja bleiben wird, auf eine ehrliche Grundlage und verhandeln über einen Grundlagenvertrag vielleicht, wo wir in der Energiepolitik zusammenarbeiten oder wo auch immer, aber nicht einen Beitritt ins Fenster stellen, von dem alle wissen, dass es ihn nicht geben wird. Wir müssen hier einen Punkt machen. Leider. Auch das sollte noch gesagt werden, weil alles hat Konsequenzen. Und es hat auch Konsequenzen für Europa und für Deutschland. Ich darf mich bei Ihnen allen sehr bedanken für eine ehrliche Debatte heute Abend und gebe sofort zu den Kollegen vom Heute-Journal Aktuell. Es hat auf den Champs-Élysées den Anschlag gegeben, ein Attentat gegeben, und die Kollegen setzen Sie auf den jüngsten Stand der Nachrichten. Ganz herzlichen Dank, bis nächsten Donnerstag. Tschüss.